Nirgendwo wie in den Vereinigten Staaten von Amerika gehört die Waffe zum Haushalt wie ein Kühlschrank oder ein Fernseher. Bei Roy war ich heute mal wieder im Waffengeschäft und er erzählte mir, dass gerade nach der Trump-Regierungszeit der Waffenverkauf um über 34% bei ihm zugenommen hat. Wohlgemerkt, er hat sein Geschäft in Berlin, Ohio.